Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur neuen Ausgabe der Medienlupe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski tiefenentspannt, nehme ich an, jedenfalls stellen Sie sich so dar. Geht es Ihnen gut, Herr Lewandowski? Naja, wir haben ja gestern der HSV, der Bundesliga, ehemalige Bundesliga-Verein der Stadt, in der ich lebe, hat ja gestern gegen ihre Hertha verloren und es wieder nicht geschafft. Jetzt bin ich kein Hardcore-HSV-Fan, weil ich komme ja nicht gebürtig aus dieser Stadt. Aber schade ist es trotzdem, weil die Erwartungen einfach so hoch waren. Ich habe das Spiel gestern zum größten Teil im Büro angeschaut und da fiel ein Tor. Ich habe nur gehört, da fällt ein Tor, habe dann kurz auf den Bildschirm geschaut, ich musste noch arbeiten und dachte, ah, jetzt führt der HSV. Ich hatte das irgendwie nicht mitbekommen, dass das die Hertaner waren. Und erst später habe ich dann gesehen, oben an der Ergebnisanzeige 1-0 für Hertha. Das war schon dann wieder mal für mich ganz typisch. Aber das zweite Tor von Hertha BSC von Marvin Plattenhardt, das war ja wirklich eine Weltsensation, fand ich. Dieser Schlenzer ins obere Eck des Tores. Ja, HSV-Fans, ich habe heute Morgen mit einem telefoniert, meinten natürlich, es wäre ein klarer Torwartfehler gewesen. So ist es nun mal, Fußball polarisiert halt eben. Welches Thema hätten Sie denn sonst heute gerne, mit dem Sie mich ärgern wollen, lieber Herr Lewandowski? Nein, es gibt ja ein Thema ein bisschen abseits der Medien, die auch nichts mit Politik zu tun hat, aber ich glaube, vielen Zuschauern ist der Name Henry Nann ja auch noch bestens bekannt. Und da wird gerade wieder sehr, sehr viel hochgekocht, was eigentlich schon bekannt war, mit einem sehr interessanten Phänomen, nämlich auch in der Konsequenz. Ich habe darüber viel gelesen. Ich habe mich mit Henry Nanns Enkeltochter, neulich haben wir länger gewhatsappt. Und das ist schon ein Phänomen, weil die ganzen Geschichten, um es einmal Ihren Zuschauern nochmal zu erklären, Henry Nann war 1944 in einer Propagandaeinheit im Zweiten Weltkrieg in Italien. Für die Nationalsozialisten hat eine Zeitschrift namens Südstern gemacht. Die haben Flugblätter produziert, haben die hinter den Frontlinien abgeworfen. Und dieses Thema ist aufgrund einer Recherche eines jungen Reporterteams wieder hochgekommen. Es war allerdings auch lange, lange bekannt gewesen. Dieses Team hat jetzt allerdings in einer Bibliothek in Berlin Flugblätter und Produkte, die dort gelagert waren, nochmal eingesehen und die veröffentlicht. Und in der Konsequenz sagt der neue Stern-Chefredakteur, wir müssen jetzt eigentlich alles auf den Prüfstand stellen. Darf es noch einen Henry-Nannen-Preis geben? Darf es noch die Henry-Nannen-Schule geben? Darf Henry Nann noch unser Herausgeber werden, was in meinen Augen sehr, sehr überzogen ist, aber man muss sich damit auseinandersetzen, in der Tat. Also ich weiß nicht genau, wann Henry Nann geboren ist. Ich weiß, geboren wurde, aber ich weiß, dass er zu den Olympischen Spielen, als in Berlin das Fernsehen eingeführt wurde, damals gab es ein paar hundert Haushalte in Berlin, die Fernsehen gucken konnten, da ein Reporter war und dann später dieser Propagandakompanie angehörte. Letztlich muss man ja feststellen, dass die 12 Jahre des sogenannten Dritten Reiches eine Diktatur waren. Es war ein Polizeistaat mit juristischer Willkür. Nicht ganz vergleichbar mit der DDR, aber auch die DDR war ja eine Diktatur mit polizeilicher Willkür. Und da muss es ja schon eines großen Mutes bedürfen, sich dagegen zu stellen und zu sagen, ich mache das nicht, auch mit dem Risiko, ins Gefängnis oder ins Konzentrationslager abgeschoben zu werden. Auf der anderen Seite sind eben Leute wie Henry Nann auch immer Menschen gewesen mit einer hohen moralischen Stellung, die aus ihrem moralischen Anspruch heraus andere auch gern mal platt gemacht haben. Sie haben ja Henry Nann kennengelernt. War das einer, der gelernt hat aus dem, was zwischen 33 und 45 passierte? Oder war das einer, der einfach nur das Mäntelchen gewechselt hat, nach Ihrer Einschätzung? Also auf keinen Fall das Zweite, dass er das Mäntelchen gewechselt hat. Ich weiß auch nicht, ob er gelernt hat. Natürlich hat er gelernt und er hat sich auch weiterentwickelt. Er ist 1913 geboren, war jetzt also nicht total jung, sondern wusste schon,
was er macht, ist aber natürlich von diesem Regime auch als junger Mensch sehr, sehr stark geprägt worden. Hat in meinen Augen, er ist ja für mich sowas auch tatsächlich wie so ein journalistisches Vorbild, weil das, was er mit dem Stern gemacht hat, auch als Blattmacher, war einfach grandios gewesen. Er hat Leute mitgenommen, er hat zum Teil natürlich auch sehr boulevardesk, heute würde man sagen, auch sehr populistisch auch gearbeitet, wenn man an solche Titel denkt wie Wir haben abgetrieben. Er stand aber auch damals schon schwer in der Kritik. Viele Frauen haben sich über die Titelbilder des Sterns auch aufgeregt. Er hat tatsächlich polarisiert und hat auch seinen Beitrag gehabt. Ich habe heute Morgen noch mal so darüber nachgedacht, was wir alles in der Bundesrepublik versäumt haben, auch in den 60er und 70er Jahren, weil auch die Hitler-Tagebücher sind im Grunde ja kein Zufall gewesen. Die Nähe von Herrn Heidemanns zu, wie soll ich es sagen, neonazistischen Bewegungen oder Menschen, die niemals diesem System irgendwie abgesprochen haben. Wir haben einen BND gehabt mit einem BND-Chef, der eine nationalsozialistische Vergangenheit hatte. Ich hatte einen Schuldirektor Baden-Württemberg, hatte einen Ministerpräsidenten. Und wir haben immer so getan, als wären wir die Saubermänner. Wir waren es aber nicht gewesen. Und es gibt viele Grauabstufungen. Und im Nachhinein ist es eigentlich schade, dass wir, es wurde ja immer gerechtfertigt, wir brauchen auch das Wissen dieser Männer. Dazu zähle ich jetzt nicht Henry Nann, muss ich auch ganz offen sagen. Aber es ist viel versäumt worden in der Bundesrepublik unter dem Stichwort Entnazifizierung. Sie haben jetzt den Stern genannt und ein paar Beispiele genannt von Menschen, die ihre Karriere über das Dritte Reich hinaus an die Bundesrepublik Deutschland gerettet haben. Man könnte auch den Spiegel von Rudolf Augstein nehmen, in dem in den 50er und 60er Jahren auch ehemalige Schriftleiter des NS-Regimes geschrieben haben. Da erschienen auch Geschichten, die heute niemand mehr abdrucken würde, auch in der Tonalität. Es gibt andere Beispiele auch, und die Frage ist halt, wenn man so eine Diktatur hat wie das Dritte Reich zum Beispiel, in der also ganz viele, die überwiegende Zahl von führenden Beamten, Lehrern, was weiß ich, Richtern ja der Partei angehören mussten oder auf jeden Fall nicht gegen die Partei öffentlich auftreten durften, um sich nicht selbst zu gefährden. Ob die denn nach so einer Abschaffung der Diktatur nach dem Kriegsende Berufsverbot hätten haben sollen oder ob man die nicht, wie Konrad Adenauer das meinte mit Bezug auf Herrn Globke, der dann Staatssekretär wurde, diese Leute rehabilitieren müsste und wieder einsetzen müsste, weil bessere gab es ja nicht. Es waren ja faktisch alle, die irgendwas konnten im Dritten Reich in der Partei oder haben für die Partei votiert. Wenn man die hätte ausschließen wollen nach dem Kriegsende, ja, wer hätte dann Deutschland wieder aufbauen können und organisieren, verwalten können? Das ist auf jeden Fall ein Argument, das stimmt. Wir hatten ja sowieso einen Männermangel aufgrund des Krieges. Das ist schon richtig. Vielleicht hätte man aber auch da, ich habe das meiner Frau heute Morgen gesagt, Menschen wie Henry Nann oder auch Augstein sind ja einer genauen Prüfung der Briten unterzogen worden bei der Lizenzvergabe der Medienrechte. Ja, und vielleicht hätte man da auch bei einzelnen Personen genauer hingucken müssen, wer inwieweit da drin auch tatsächlich verstrickt war. Mich hat es jetzt nur zum Nachdenken angeregt. Die Geschichte ist auch vorbei und sie wird auch vorbei bleiben. Und natürlich wird manchmal immer ein bisschen was nachgetragen. Wir haben ja auch weiterhin Tendenzen in der Bundesrepublik, wie in den 60er Jahren, das 12-15% immer, ja, wie soll ich das sagen, sich neonazistisch beheimatet fühlen. Ja? Das wird auch nicht weggehen. Das ist auch ein Phänomen, das wir in anderen Ländern haben. Deswegen sollte man es nicht ganz wegwischen. Ich glaube, bloß zu einer generellen Aufarbeitung dieses Regimes, wer wann was nochmal gemacht hat, ist es im Grunde auch tatsächlich zu spät. Wir sollten aber auch trotzdem da wachsam sein. Aber ich will da auch nochmal einen Vergleich ziehen, wenn wir sehen, wie Kolonialismus in anderen Ländern auch aufgearbeitet wird, dann hat es noch eine ganz andere Relevanz, obwohl der Nationalsozialismus ja viel, viel schlimmer gewesen ist. Ich denke bloß, dieses Land hat sich auch
zu einem freiheitlichen Staat entwickelt, auf den wir auch alle froh sein können und wo jeder da auch seinen Beitrag dann auch tatsächlich geleistet hat. Ich habe neulich eine Diskussion in irgendeinem Zusammenhang, und da wurde dann gesagt, dass der Nationalsozialismus in seinen Auswirkungen, was das Kriegsgeschehen anbelangt und die Gräuel anbelangt, viel schlimmer sei als zum Beispiel das, was sich in Asien im japanischen Einflussbereich abgespielt hat. Das zeugt meiner Ansicht nach von einer gewissen Geschichtsunkenntnis, weil die Gräuel von Shanghai und vor allem Nanking doch sehr stark waren, oder die vielen hunderttausend Menschen auf den Philippinen, die umgebracht wurden von den Japanern, und andere Kriegsverbrechen, die dort geschehen sind. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Vielleicht ist auch ein anderes Thema, das wir gerne noch mal besprechen können, was eigentlich Nationalsozialismus in seiner ursprünglichen Idee bedeutete und wie sich das dann entwickelt hat. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass es in der DDR übrigens auch sehr viele ehemalige Nazis in führenden Stellungen gab, Polizeigeneräle, Armeegeneräle, auch im Geheimdienst. Also auch da hat man mit der Tradition derjenigen, die man glaubte, weiter nutzen und benutzen zu können, hat man mit dieser Tradition nicht gebrochen. Wir hatten gerade den 23. Mai, den Tag des Grundgesetzes. Mir ist in dem Zusammenhang aufgefallen, dass ich kein Medium gesehen habe, gelesen habe, gehört habe, das irgendwie an diesen Tag erinnert hat. Das Grundgesetz, unsere freiheitliche Verfassung, die sehr modern und sehr freiheitlich ist, die scheint als völlig selbstverständlich hingenommen zu werden. Kein Politiker, kein Journalist hält es für wert, an diesem Tag mal ein paar Minuten darauf zu verwenden und zu sagen, wow, da haben wir 1949 was ganz Tolles geschrieben und kreiert. Da haben Sie recht. Zum letzten Jubiläum hat ja ein Kollege, ein Journalist in Eigenregie das Grundgesetz quasi neu aufgelegt für 10 Euro verkauft. Das war damals ein großer Erfolg gewesen. Aber ich finde, genauso wie man an das Kriegsende jedes Jahr erinnern sollte, sollten wir auch an die Entstehung des Grundgesetzes tatsächlich erinnern, um den Menschen auch immer wieder den Wert unserer Demokratie klarzumachen, dessen sich ja viele manchmal, habe ich den Eindruck, nicht mehr bewusst sind und viel jammern, aber gar nicht mehr sehen, welche Freiheiten sie gerade genießen. Gerade auch in diesen Zeiten, wo es ja so viel um Werte geht, jedenfalls in unserer Argumentation. Lewandowski, dann war es das für heute. Werte, Hertha ist in der Bundesliga ein Wert an sich, in der ersten Bundesliga ein Wert an sich. Der HSV ist da, wo er hingehört, also die Welt ist in Ordnung. Da, wo er hingehört, wollte ich doch mal widersprechen, aber wir wollen das nicht vertiefen. Das machen wir nicht. Vielen Dank, bis dann. Danke auch. Tschüss.